Hallo ihr Lieben, hier ist der Marc Bellinghaus und ich danke euch für eure vielen E-Mails und Kontakte, speziell wegen dieses Videos, was ich besprochen habe, so ein bisschen wie ein Podcast über Kerstin Fiers und ihr Statement und habe dann immer mal gestoppt, so ein bisschen reingeredet. Ich hoffe, dass es euch nicht langweilt, wenn ich das gleiche heute mache, denn das waren die Anregungen von einigen Leuten. Wie ihr seht, vergleiche ich, das ist einfach meine Art. Ich muss immer mal so ein bisschen, das habe ich in Amerika so gemacht. Ich habe diesen Rechtsanwalt, der mich auf 100 Millionen Dollar gesucht, also verklagt hat, den habe ich wirklich durch den Kakao gezogen, weil ich genau beweisen konnte, dass er ein Betrüger war. Der hat wirklich mit ungefähr 18 Leuten übelsten Betrug begangen und wollte damit auch übrigens nach Deutschland kommen. Ich habe dafür noch nicht mal einen Dank bekommen. Also ganz ehrlich, ich hätte da schon wirklich einen Gedank auch von der Bundesregierung oder von Nordrhein-Westfalen. Die wollten durch ganz Deutschland ziehen mit einer komplett schäbigen und zu 100% falschen Ausstellung. So war das. Aber das ist eine andere Sache. Darauf bin ich jedenfalls stolz. Worauf ich auch stolz bin, ist, dass ich nachweisen kann, so einiges gegenüber der evangelischen Kirche Deutschland. Und aus dem Grund, wie der Zufall, vielleicht war es auch Gottes Bestimmung, dass ich der Einzige war, der gegen diese Frau zweimal demonstriert hat mit Mahnwachen und auch durch die Glocke, durch eine große Tageszeitung in Westfalen, Lippe und in der Gegend, auch öffentlich den Rücktritt von dieser Dame gefordert habe. Und 7 Monate später, eine religiöse Zahl, wie jeder weiß, 7 Monate später war Frau Kurschus dann Geschichte. Also, Witwe Bolte in der Kammer hört im Bette diesen Jammer. Wenn man ein bisschen über Wilhelm Busch, den Erfinder von der Witwe Bolte, liest, da geht es auch um einen Pastor. Das Neunjährige einem Onkel zur weiteren Erziehung anvertraut, Pastor Georg Kleine in Ebergötzen und so weiter. Jetzt hören wir uns mal die berühmte Annette Kurschus, immer noch Dr. HC, was wir überhaupt nicht gut finden, hören wir uns mal kurz an. Die evangelische Kirche von Westfalen und die evangelische Kirche in Deutschland sind seit Jahren Mittelpunkt meines Lebens. Nicht nur meine Tage, auch mein ganzes Denken und Handeln sind davon bestimmt. Daran hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, in den letzten Tagen haben sich Ereignisse überschlagen. Aus einem zunächst rein lokalen und regionalen Vorgang wurde ein Fall von bundesweiter Bedeutung gemacht. Inzwischen hat sich die Lage derart zugespitzt, dass es für mich nur eine Konsequenz gibt, um Schaden von meiner Kirche abzuwenden. Ich trete von beiden kirchlichen Leitungsämtern zurück. In der Sache bin ich mit mir im Reinen. Ich habe zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Seit mehr als einer Woche wird in der Öffentlichkeit ein Konflikt geschürt. Ein Konflikt zwischen Betroffenen von sexualisierter Gewalt und mir als Amtsträgerin. Auch wenn das viele an dieser Stelle von mir erwarten. Diesen Konflikt kann und werde ich hier öffentlich nicht austragen. Ich möchte das schon deshalb nicht tun, weil das die Erfolge gefährden könnte, die wir in der Aufarbeitung und Bekämpfung sexualisierter Gewalt gemeinsam mit Betroffenen über viele Jahre errungen haben und die es weiter zu erringen gilt. Also da muss ich leider gerade mal einhaken. Sie sagt so quasi durch die Blume, der Grund und die Leute, die mich hier belastet haben, es haben nämlich mehrere Leute, wenn man das in der Siegener Zeitung, Tageszeitung nachliest, es haben sie mehrere Leute gleich belastet und sie ist dann so quasi bei der Synode 2023, also im November, genau vor einem Jahr, in die Knie gegangen, musste sozusagen und konnte nicht weiter ihr Geheimnis, ihr wirklich übles Geheimnis, weiter behalten. Davon redet sie gleich so ein bisschen,
Da kommt auch wieder das Wort homosexuell und Freund und alles Mögliche drin vor. Aber was sie hier sagt, das ist ganz einfach eine satte, wirklich blatante Ausrede, Frau Kurschus. Ich finde das übel, dass sie da noch so tun, als wären sie hier das Opfer. Das ist übel. Und was für Erfolge hat die evangelische Kirche denn unter Ihnen in bezüglich Kindesmissbrauch, sexualisierter Gewalt überhaupt ge gemacht? Die Leute ringen um eine Abfindung. Die meisten Opfer der evangelischen Kirche bekommen ein Zehntel. Ich wiederhole für alle, die das noch nicht glauben können. Die evangelische Kirche Deutschland zahlt ein Zehntel der Anerkennungszahlungen aus an uns Opfer, was die katholische Kirche da ausschüttet. Und das soll mir mal jemand erklären. Darüber hätten Sie auch mal sprechen können, dass die evangelische Kirche vielleicht so pleite ist, weil da Leute sind, die entweder mit dem Auto betrunken fahren und das EKD geleitet haben, so wie Frau Käßmann, oder andere Leute, die dann eben ganz einfach von Missbrauch wissen und sich dann als Vorsitzender der EKD wählen lassen und dann dieses Geheimnis einfach so vertuschen. Aus dem Grund muss ich hier auch noch mal in diesem Video wiederholen: Die Leute, die sich jetzt noch auf die Schulter geklopft haben vor einem Jahr und sagen, oh, ich bin so toll mit Frau Kurschus wie Frau Feers, die hat gesagt, sie kennt die Dame seit 8 Jahren und hat 2 Jahre intensiv zusammengearbeitet. Ihr könnt doch nicht so blöde sein und denken, dass wir glauben, dass diese nahestehenden Menschen, auch eine Anna Nicole Heinrich, die Präses der Synode ist momentan mit 28 Jahren, will ich noch mal dazu sagen, klopft sich ja auch bei jedem zweiten Satz auf die Schulter, wie jung sie ist, wie frisch sie ist, wie toll sie ist und so weiter. Ja, also was hier abgeht, das ist wirklich, also es ist wirklich ein Skandal und das kommt jetzt alles noch mal richtig hoch, noch nicht mal ein Jahr später. Das kann man nicht so einfach vergessen und unter den Teppich kehren. Das ist so, ja. Für die Menschen, die da an der Arbeit sind, für die stehe ich. Und denen will ich nicht mit Schlagzeilen durch einen Verbleib im Amt schaden. Der Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein und meine westfälische Landeskirche setzen sich seit Anfang dieses Jahres mit Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt auseinander, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegen. Die Verantwortlichen arbeiten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln daran, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Dabei werden die Betroffenen durch die Kirche intensiv unterstützt. Der Verdacht, das ist ja inzwischen lange bekannt, richtet sich gegen einen Mann, mit dessen Familie ich lange befreundet war. Nie stand ich zu ihm in einem Dienstverhältnis, auch nicht zu meiner Zeit als Pfarrerin und Superintendentin im Kirchenkreis Siegen. Ich wünschte, ich wäre vor 25 Jahren bereits so aufmerksam, so geschult und so sensibel für Verhaltensmuster gewesen, die mich heute alarmieren würden. Ich habe allein Homosexualität und die eheliche Untreue des Beschuldigten wahrgenommen. Also, wir reden hier über jemanden, der Missbrauchstäter ist, wohlgemerkt, der Kinder missbraucht hat. Und Frau Kurschus hat gerade eingestanden, dass sie vor 25 Jahren von diesem Fall, von dieser speziellen Person, sie nennt ihn einen Freund oder Familie, Freund der Familie, wie auch immer, Homosexualität, Ehebruch und so weiter. Also, es ist wirklich übel, wenn man sich das vorstellt, dass diese Frau sich dann auch noch guten Gewissens zur Vorsitzenden der evangelischen Kirche hat wählen lassen. Darüber könnten wir jetzt als Missbrauchsopfer, die absolut, wir haben uns zusammengekriegt. Ich habe jetzt fast schon 400 E-Mails bekommen und Briefe, auch teilweise ausgedruckt. Und wir haben da schon noch einiges vor. Und deswegen, also ihr könnt euch gerne an mich wenden und die Sache auch sehr gerne weiterleiten und verlinken. Und ich wäre euch auch dankbar, wenn ihr bei mir abonniert. Ihr könnt ihr dann die Benachrichtigung könnt ihr ja dann schließen, weil ich mache ja sehr viele Videos und ich will euch ja nicht zu sehr auf die Nerven gehen, aber es ist auch Teil, ganz ehrlich, meiner Aufarbeitung als Missbrauchsopfer,
weil es tut sehr gut, über die Vergangenheit zu sprechen. Es kommt so irre viel aus meiner Kindheit momentan hoch, dass ich eben so viele Videos gemacht habe. Und ich habe natürlich schon Psychotherapie für Jahre, auch in Amerika habe ich schon vor 20 Jahren damit begonnen. Und das hat geholfen. Das kann ich jedem, der Ähnliches erlebte, als Kind oder Jugendlicher oder auch Erwachsen, dass man sich da Hilfe sucht. Ihr müsst euch unbedingt professionelle Hilfe suchen. Und wenn man eine, Gott sei Dank, eine Krankenkasse hat wie ich, die DRK, die hat das auch alles wunderbar übernommen. Danke ich mich auch nochmal für. Aber wie gesagt, wir hören nochmal kurz rein, ja, in Frau Kurschus' Abschied. Mein aufrichtiges Bemühen darum, Persönlichkeitsrechte zu schützen, auch beschuldigte Menschen und deren Familien sind und bleiben Personen mit Rechten. Dieses Bemühen wird als mangelnde Transparenz kritisiert, als der Versuch, meine eigene Haut zu retten oder mein kirchliches Amt zu schützen. Das ist umso bitterer, als es mir niemals, und das betone ich ausdrücklich, niemals darum ging, mich aus der eigenen Verantwortung zu stehlen oder wichtige Fakten zurückzuhalten, Sachverhalte zu vertuschen oder gar einen Beschuldigten zu decken. Aber ganz genau das, was sie gerade da versucht zu. Es ist unfassbar, wenn man sich das überlegt. Sie hat genau das getan, was sie gerade ablehnt, beziehungsweise sagt, das würde sie nicht tun. Das ist Reverse Psychology, nennt man das. Das ist echt irre. Inzwischen hat die Frage nach meiner Glaubwürdigkeit öffentlich eine derartige Eigendynamik entfaltet, dass eine absurde und schädliche Verschiebung eingetreten ist. Statt um die Betroffenen und deren Schutz geht es seit Tagen ausschließlich um meine Person. Das muss endlich aufhören. Es zieht die Aufmerksamkeit ab von dem, was jetzt dran ist, die Aufmerksamkeit von den Betroffenen, von der Aufklärung des Unrechts, das denen angetan wurde. Davon ist gar keine Rede. Um diese Aufklärung geht es aber doch. Diese Aufklärung gehört in den Fokus. Also Frau Kuschus, wenn man eine Vorsitzende hat und die Presse kriegt damit, dass solche schwerwiegende Vorwürfe gegen eine Oberste einer evangelischen Kirche sind, dann muss sie doch verstehen, dass die Leute erstmal wissen wollen, was abgegangen ist im Detail und dann eben auch sich Sorgen machen, dass diese Frau noch mehr wusste in anderen Fällen und stellt sich dann hin, klopft sich auf die Schulter und sagt, wir haben so viel gegen Kindesmissbrauch getan. Überhaupt nichts. Diese Studie wurde nach ihrem Abgang, 3 Monate nach ihrem Abgang, veröffentlicht endlich. Und dessen Teil bin ich übrigens auch. In aller evangelischen Freiheit zu gesellschaftlichen Fragen pointiert Stellung zu nehmen, theologisch auch Unbequemes klar beim Namen zu nennen, all das und so vieles mehr wird mir durch die aktuelle Entwicklung künftig nicht mehr möglich sein. Jedenfalls nicht mehr so möglich sein, wie es die Ämter einer Ratsvorsitzenden und einer westfälischen Präses verlangen und wie es mir selbst am Herzen liegt. Deshalb und nur deshalb trete ich heute mit sofortiger Wirkung von den Ämtern der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen zurück. Dieser Schritt fällt mir nicht leicht. Ich habe ihn reiflich geprüft. Es ist eine schwerwiegende Entscheidung. Ja, den Rest können wir uns sparen. Es gab sogar noch Applaus für eine Frau, die eingesteht, dass sie von sexuellem Missbrauch wusste und den Mund gehalten hat. Da schäme ich mich wirklich für die Leute aus der Kirche oder auch Journalisten, wer auch immer da war. Und dann bei diesem Schlag gegen uns Missbrauchsopfer von einer Vorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschland, das muss man sich nochmal wiederholen und denken, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Ist diese Frau, wird die hier heroisiert oder wird sie jetzt hier zur Heiligen hochgepusht, weil sie zurücktritt und weil sie so vielen Leuten leid tut? Ich muss euch jetzt auch ganz kurz, so schnell wie möglich, meinen
meinen Kommentar lesen. Ich fange mal schnell an. Liebe Brüder und Schwestern in Gott, ich bitte Sie, der Meinungsfreiheit wegen und weil es sich so gehört, diesen Kommentar nicht zu löschen. Danke. Ich habe am 20.03.2023 vor Ihrer Landeskirche, Ihrem Gebäude, gemeinsam mit anderen Missbrauchsopfern und einigen Organisationen und Vereinen gegen Kindesmissbrauch, die mich spontan unterstützen, gegen Frau Annette Kurschus demonstriert. Mit einer natürlich polizeilich angemeldeten Mahnwache. Genauso wie einen Monat später in Osnabrück zur Ökumenischen Woche des Lebens, wo ich Frau Kurschus persönlich traf. Sie rief im April sogar den Staatsschutz, ist wirklich wahr, gegen mich auf den Plan, weil diese Frau behauptete, ich hätte sie bedroht. Unfassbar. Sie tut mir jetzt sogar irgendwie leid, als Christ muss ich eingestehen, als kirchlich anerkanntes Missbrauchsopfer der evangelischen und katholischen Kirche hingegen fällt es mir äußerst schwer, Frau Kurschus zu verzeihen. Sorry. Aber ich wurde mit 6,5 Jahren durch die sexuelle und physische Hölle geschickt. Nur 7 Monate nach meinen beiden Mahnwachen gegen Frau Annette Kurschus kam das dicke Ende dieser Frau, wie wir in ihrem wichtigen Video alle sehen können. Wie kann aber jetzt eine Pastorin behaupten, sie sei mit Gott und sich selbst im Reinen? Sollte sie sich nicht lieber selbst anzeigen wegen jahrzehntelanger unterlassener Hilfeleistung gegenüber den Missbrauchsopfern, die durch ihren homosexuellen Freund, wie Kurschus sagte, missbraucht wurden? Es ist nur logisch und ich hoffe, Sie und diese Leser dieser Kommentare pflichten mir bei. Wenn nach diesem Erdrutsch einer Kirche durch ihre eigene Vorsitzende, in Klammern Hunderttausende traten seit dem Knallerabgang von Annette Kurschus aus der EKD aus, Klammer zu, Ausrufezeichen. Jetzt ein erfolgreicher Aktivist gegen Kindesmissbrauch und Künstler nachrückt in das Amt als Vorsitzender. Das wäre die einzig sinnmachende Reaktion auf eine Mittäterin, denn das ist sie wirklich. In der Realität von uns Missbrauchsopfern beider Kirchen. Sie wusste von den sexuellen Übergriffen ihres Freundes seit den 1990er Jahren und zog es vor, den Mund zu halten. Das gibt Frau Kurschus Mitschuld. Die von mir gegründete Initiativbewegung SAW, S-A-W, in Klammern Sexually Abused Worldwide, kann Ihnen davon ein Lied singen. Wenn Sie meine Videos ansehen, erfahren Sie, dass sich bereits fast 400 kirchlich anerkannte, also weitere Missbrauchsopfer beider Kirchen und sogar Menschen, die familiären Kindesmissbrauch erlebten, gegen den Ehrendoktortitel von Annette Kurschus vehement ausgesprochen haben. Die Universität Münster ist also gehalten, Frau Kurschus diese Ehre zu entziehen. Je eher, desto besser. Alles andere käme einer Duldung des Vergehens der Annette Kurschus gleich. Und das kann doch nicht angehen. Ich weiß genau, wie man die weggelaufenen Schäfchen wieder zurückholen kann. Hier ist ein Video, was ich allen, die noch mehr darüber wissen möchten, wärmstens empfehlen kann. Denn ich schütte mein Herz aus. In diesem Sinne Gottes Segen und bitte machen Sie Gott und Jesus Christus niemals verantwortlich für die Enttäuschung, die uns Annette Kurschus für unsere Kirchensteuer quasi Freihaus lieferte. Mit mir als offizieller Nachfolger der Annette Kurschus wird es wieder wunderbar sein, sich evangelisch zu nennen. Frau Kurschus, falls Sie dies lesen sollten, und das bin ich mir sicher, bitte geben Sie Ihren Dr. H.C. sofort zurück. Denn Sie haben diesen Ehrendoktor mit keiner Zelle Ihres Leibes verdient. Denn zu groß ist das Leid der Kinder, die Ihnen komplett egal waren. Gott ist mein Zeuge, Frau Pastorin von Bethel. Dann ist da der Link zu dem Video mit Frau Kehrs, die Besprechung. Kein einziger Ihrer kirchlichen Angestellten kam heraus, um mit uns zu sprechen, zu fragen, wo uns der Schuh drückt oder uns zu helfen. Ziemlich schlimm. Für uns Missbrauchsopfer der EKD. Wir sind Teil der Studie, welche im Januar 2024 mit großem Tamtam, Schockwellen und fluchtartigen weiteren Kirchenaustritten in der Presse veröffentlicht wurde. Wir alle distanzieren uns von der
EKD eingesetzten Sprecher der Betroffenen, Herrn Detlef Zander. Da dieser Mann auf unseren Gefühlen herumtrampelt und rücksichtslos in Interviews Missbrauchsexhibitionismus betreibt. Das ist wirklich wahr. Als Journalist darf ich Sie abermals bitten, meinen wichtigen Kommentar bitte nicht zu löschen. Danke und Amen. Ihr, euer Marc Bellinghaus, Münster, 14.09.24, der eindeutig qualifizierteste Nachfolger der Annette Kurschus, wenn es um Menschlichkeit, Aktivismus und nicht zuletzt der Kunst und der Liebe zu Jesus und uns Menschen geht. Dieser Link führt euch zu einem Foto vom 20.03., als ich gegen Annette Kurschus demonstrierte. So Leute, das waren wieder 20 Minuten. Ist schon irre. Also in diesem Sinne auch euch Gottes Segen und bis bald.